Gleich kommt bestimmt die Tussi mit der Kettensäge. Ach, guck mal, der hat einen Lebensbalken. Und Vorsicht! Oh Mann, wirklich! Oh, der stirbt gleich. Weiter hoch. Jetzt kommen die Dicken. Scheiße, das sind noch mehr! Die kommen von da drüben! Ja, danke, dass du mich laufen lässt, Alter. Was ist das denn passiert? Er hat den Fuß weggeschossen. Auf jeden Fall ist noch irgendwo eine. Oh Mann! Oh. Hättest du nicht aufhören können, jetzt zu schießen? Nur eine Mühe, ihn zu treffen, ja? Wir haben ihn in den Arsch gerettet. Hätte nicht gedacht, dass jemand kommt. Es gibt mir was dafür. Wie sind Sie hergekommen? Ich hab was gesucht. Was genau wäre das? Hier ist es gefährlich. In meinem Unterschlupf reden wir. Nach ihm. Na, dann renn mal hin. Chill mal. Ich hatte noch nie einfach weg. Nehmen wir erstmal mein Gel mit. Aber ich fand das eine ziemliche Schande von diesem Spiel. Ja, da kommen 100 Leute an die Rand, ja, in der Cutscene und du darfst dich nicht wegbewegen, weil das Spiel einfach mal verhindert, dass du läufst. Da hinten ist noch eine Axt, aber im Auto. Und wo ist er jetzt in die Rand? Wahrscheinlich in die hell beleuchtete Tür. Warum er da nicht vorher schon geblieben ist? Wird wahrscheinlich sein Geheimnis bleiben. Hier lang. Ich komm hier nicht rein. Danke nochmal für Ihre Hilfe. Mein Name ist Sykes. Sebastian Castellanos. Castellanos, hä? Hab von Ihnen gehört. Sie haben Biegen überlebt, richtig? Woher wissen Sie das? Ich bin STEM-Programmierer. Kann aber auch noch andere Sachen. Wie Informationssystem hacken. Ich weiß Dinge, die sonst niemand weiß. Nicht mal andere Mitglieder des Teams. Dann wissen Sie, wer Lilly ist. Ja, wir alle versuchen, sie zu finden. Hatten aber noch kein Glück. Deswegen sind Sie hier. Genau. Aber wenn Sie mir dabei nicht helfen können, gibt es nichts mehr zu besprechen. Viel Glück. Hey, Moment. Wir könnten uns trotzdem gegenseitig helfen. Dann mal raus damit. Kommen Sie, es gibt eine Menge Sachen, die Sie wahrscheinlich gut gebrauchen können. Die können Sie haben, als Dank für vorhin. Kommen Sie wieder, wenn Sie meinen Vorschlag hören wollen. Jetzt sag doch einfach, Mann. Gut, ich bin ganz Ohr. Wie können wir einander helfen? Sie müssen für mich einen Server im Markt neu starten. Einfaches Ding, solange keine dieser Monster in der Nähe sind. Er befindet sich hier. Moment, ich habe noch nicht zugestimmt. Was springt für mich dabei raus? Wenn Sie das erledigen, kann ich alle Vorratskisten für Sie öffnen. Und was haben Sie davon? Wenn Sie den Server aktivieren, finde ich vielleicht einen anderen Weg hier raus. Es gibt wirklich einen Weg, Union zu verlassen? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf den Versuch lasse ich es ankommen. Sie haben den Kontakt zum STEM verloren. Wir sind abgeschnitten. Wenn wir den Kern nicht finden, sterben wir alle hier drin. Falls ich keinen anderen Weg finde. Wie ist das möglich? Soll ich Ihre Zeit wirklich mit technischem Kauderwelsch vergeuden? Ich muss ihn nur einschalten? Warum ist der Server überhaupt offline gegangen?
Sie müssen nur wissen, dass ich es versuchen kann, wenn Sie den Server einschalten. Schauen Sie sich um. Draußen fällt alles auseinander. Dass überhaupt was funktioniert. Andererseits könnte Mobius ihn auch selbst abgeschaltet haben. Wir haben echt für alles irgendwelche Notfallprotokolle. Und Sie stellen die Entscheidung des allmächtigen Mobius in Frage? Hey, ich bin gerne Fußsoldat. Aber wenn ich entbehrlich werde, tja, dann suche ich nach dem Ausgang, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, tue ich. Also, helfen Sie mir oder nicht? Ich denke mal schon. Erstmal einen großen Schluck Kaffee. Das ist eine riesen Vorratskiste. Ja, aber die wird er wahrscheinlich erst für mich öffnen. Bist wahrscheinlich. Das ist widerlich. Ist meine einzige Mann. Verschlossen. Aber ich könnte sie öffnen, wenn sie mir helfen. Wahrscheinlich ist da in dem Raum auch der Spiegel. Da ist ein Spiegel. Mensch. Gehen wir hindurch durch diesen Spiegel. Hat sie jetzt schon wieder was anscheinend, die ist auf dem Boden. Danke, Katz. Eine Werkbank war hier lang. Waffenteile eigentlich? Dann kannst du deine Waffe vielleicht nochmal verbessern. Ja, eine gute Idee. Ich sehe, sie brauchen wieder meine Dienste. Ja, brauche. Na, das lief ja mal ganz gut. Sie wirken entspannter, Detektiv. Haben Sie einen Freund in dieser gefährlichen Welt gefunden? Ja, hab ich. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wem ich hier vertrauen kann. Anwesende eingeschlossen. Und das nach allem, was wir zusammen erlebt haben. Fand ich jetzt auch ein bisschen kacklos. Einsamkeit und Misstrauen sind keine Anzeichen von Wahnsinn, aber lästige Nebenwirkungen. Sich von anderen abzuschotten, verschlechtert nur ihren Zustand. Sie sind ein Mensch. Sie brauchen Kontakt zu anderen, wie Pflanzen das Licht. Ich brauche im Moment nur den Kontakt zu Ihrer Maschine. Ich habe noch einen langen Weg vor mir. Also, eine Maschine. War es nicht in Gesundheit, wo du was machen wolltest, Dobe? Eine rote Flasche, ne? Meinen Sie nicht, sie soll... Aber ich weiß nicht so genau, in welche Bereiche ich weiter gehen soll, also lasse ich es erstmal da. Hm. Vielleicht hast du deine Waffenteile. 51, aber ich glaube wenig, oder? Ausreicht für ihn mal. Yay. Eine halbe Stunde.
So. Ich würde vorschlagen, dass wir weitermachen mit dem, womit wir aufgehört haben, und zwar zum Theater zu rennen. Beziehungsweise die Kunstwerke von Psycho zerstören. Und hier ist eine Weiße. Denk dran, die kriegst du nicht mit einem Schleichangriff tot. Und sie hat dich. Oh. Ganz schlechte Idee, da lang zu laufen. Ja. Von der einen zur anderen. Die Weißen sind sehr schnell. Wir machen jetzt trotzdem erstmal mit der Kunst weiter, bevor wir uns hier um Nebenmissionen kümmern. Vorsicht, da stehen auch ganz viele draußen gerade. Ach, diese Planänderung. Wir kümmern uns doch erstmal um Nebenmissionen. Vielleicht stehen welche. Wollen sie doch. Weil wir rennen sowieso gerade in die völlig falsche Richtung. Da können wir auch die Nebenmissionen zuerst machen. Hat außerdem den Vorteil, dass Nebenmissionen der Gegner uns nicht plötzlich in eine andere Welt katapultieren, wo wir dann plötzlich nicht mehr zurück können. Das ist gut möglich, ja. Und früher oder später machen wir sie sowieso, und von daher machen wir es einfach gleich. Die ist doch nicht immer. Ich glaube, das hilft, dass wir uns dann nicht durch die Tür kommen. Kann nicht helfen. Nein, 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 nein. Nicht durch den Spiegel. Die Alte kann durch Wände gehen, aber nicht durch verschlossene Türen. Was soll denn das bitte schön? Und das Monster verschwindet im Beton. Ja, Monster verschwindet im Beton. Ist nur viel krasser. Wir tanzen also wieder mal durch den Markt. Hallo Frau, dessen Name ich vergessen habe, die aber auch völlig bedeutungslos ist im Moment, die Instante spielt. Nein, wir werden nicht den Kommunikator benutzen, um nach den verbliebenen Kunstwerken zu suchen, denn wir rennen jetzt einfach einmal komplett querfeldein in der Hoffnung, diese Tür hier öffnen lässt. Ah, das tut sie. Und hier sind wir ja gerade vor diesem bösen Monster geflohen. Das ist aber gar nicht weiter wichtig. Denn auch dafür haben wir eine Lösung. Wir laufen einfach wieder zurück. Keiner hier. Die ganzen Planen sind weg. Wird schon noch irgendwas Bescheuertes passieren hier? So. Ja, aber ist auf jeden Fall wieder online. Unschwer zu erkennen, diesen schönen grünen Hähnchen. Hat wohl funktioniert. Hey, die Kiste. Ich sollte zu Sykes zurück.
Ich höre Monster. Schnell nachladen, dann kann man den Schuss ohne mitnehmen. Ich würde mal sagen, das Ding hat einen durchschlagenden Erfolg gehabt. Vorsicht hinter dir! Oh Gott, nein. Nein! Sind du? Oh, hier ist eine Weiße. Irgendwo. Da hinten. Abschließen. Vielleicht kannst du noch mal mit ihr reden, dass du einen neuen Mitglied gefunden hast. Übrigens. Oh, doch nicht. Ja, oder auch nicht. Ich lass sie einfach wieder hinsitzen. Hätte ja sein können. Hätte sein können, heißt aber das. Business District Post Plus. So. Also haben wir die Nebenmission erfüllt, werden aber Sykes, denke ich mal, noch nicht die Meldung erstatten. Nee, der hatte auch eine Truhe neben sich, vielleicht hat er was Hilfreiches drin. Ja, aber ist es nicht so, dass... Aber ist er nicht auf dem Weg? Ist es nicht so, dass du erst dran vorbeikommst an dem Kunstwerk und dann an Sykes? Vielleicht wärst du auch vorher schon vorbeigekommen, weil es schrie ja schon einer Hilfe, Hilfe. Aber wir wussten nicht, wo es herkam. Ja. Ah, du hast recht, man kommt zuerst an ihm vorbei. Na gut, dann nehmen wir ihn mit. Irgendwie klappen die Pläne, die ich mir mache, nie. Also grundsätzlich nicht. Ich sage, wir machen erst das Theater, das funktioniert nicht. Dann sage ich, okay, wir gehen. Naja, es würde funktionieren, wenn du erst hinlaufen würdest, aber... Ja, es macht sich irgendwie sinnlos, wenn ich ständig hin und her laufe. Richtig, denke ich mir auch. Ich höre wieder die Hexenfrau. Nee, das ist diese komische Typen. Ja, die... Die Schreitypen. Die Schreitypen. Nur dafür, dass es eine Geisterfrau ist. Oh, Vorsicht. Kommen ganz schön viele her. Komm, ich bin extra langsam gelaufen und du tust mir sowas an. Ich musste sie schaffen. Natürlich, war ja einfach.